Hallo und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Wolle und Handarbeit. Heute zeige ich euch noch einen Engel. So, wir fangen dann mal an mit einem magischen Kreis. Ups. Was ist heute los? So, ein magisches Kreis und dann muss ich 16 Stäbchen in den Kreis machen und ich komme dann wieder, wenn die 16 Stäbchen gemacht sind. So, die 16 sind fertig. Ich mache jetzt eine Kettmasche, dann drei Luftmaschen zum Steigen und dann mache ich hier in derselben Punkt noch ein Stäbchen. Und hier tue ich mich in 1, 2, 3, in der dritte tue ich mich anketten oder ja, mit fester Masche und dann mache ich wieder dasselbe. 1, 2, 3 und noch ein Stäbchen in derselben Punkt und wieder 2 überspringen und in die dritte eine feste Masche und noch einmal. Wir haben das dreimal insgesamt. Eins, zwei, drei. In die dritte eine feste Masche. Jetzt muss ich 3 feste Maschen machen. Eins. 2 und 3 und jetzt arbeite ich 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und jetzt drehe ich um und ich arbeite jetzt 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die letzte ist 8. Die 3 feste Maschen, die ich vorher gearbeitet habe, die werden jetzt gearbeitet, wieder 3, 2 und 3. So, ich habe hier die 9 Luftmaschen mit 8 feste Maschen gemacht, die 3 feste Maschen. Jetzt mache ich wieder 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Dann mache ich feste Maschen für zurück. Dann werde ich 5 haben. So, und jetzt muss ich hier in dieser erste feste Masche ein Stäbchen machen und in die nächste mache ich 2 Stäbchen und in die nächste wieder 2. 1 und 2. Und jetzt werde ich 11 Luftmaschen arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und bei der Rückreihe muss ich jetzt 2 feste Maschen machen. 1 und 2. Dann in diesem Punkt werde ich 2 halbe Stäbchen arbeiten, 1 und 2. Dann arbeite ich ein halbes Stäbchen. Dann ein Stäbchen. Und in die nächsten 3 Punkte werde ich Stäbchen arbeiten, aber die mache ich nicht fertig.
Die mache ich alle auf einmal fertig. So fange ich nur an und ziehe einmal die Wolle, dann bleibt mir die Masche auf dem Nadel. Dann beim zweiten dasselbe. Dann habe ich jetzt 3 Luftmaschen auf dem Nadel. Dann bei der dritten mache ich nochmal und jetzt habe ich 4 Luftmaschen auf der Nadel und ich tue meine Wolle und meinen Garn durch alle 3. Und jetzt habe ich 3 zusammengearbeitete Stäbchen. Und in die nächste 2 mache ich dasselbe. Halt 2 zusammengearbeitete Stäbchen. So, jetzt komme ich in die erste, in der erste Stäbchen von der Vorreihe und ich mache hier Doppelstäbchen. 5 Doppelstäbchen kommen hier in dieses Punkt. 1, 2, 3, 4 und 5. Alle habe ich in dieser erste Masche gemacht und jetzt komme ich hier in der letzte, in der fünfte mit einer Kettmasche und ich mache hier 1, 2, 3 Luftmaschen und in die erste dann wieder 3 Luftmaschen und in die nächste feste Masche 1, 2, 3 Luftmaschen und kommt in die nächste und ich müsste insgesamt 4 haben, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5 und ich gehe da rein mit einer festen Masche in dieser Bogen von 3 Luftmaschen, was wir in die letzte Reihe gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, dann mache ich hier eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich hier wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bin ich hier angekommen. Und jetzt muss ich noch 5 machen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich mache hier wieder eine Kettmasche. Und damit habe ich mein Engel beendet. Mein Garn schneiden und das zeige ich dir mein Engel. So, Faden vernähen und dein Engel ist fertig. Danke fürs Zuschauen. Folgt mir bitte auf YouTube und komm auf meine Seite wolle-handarbeit.eu und kannst dich doch anmelden und mir deine Werke zeigen und mir Fragen stellen und. Tschüss, bis nächstes Mal.